Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge waren wir hier im lebenden Tempel stehen geblieben. Und ja, wie ich schon vermutet hatte, teilen wir uns hier auf und ich darf natürlich den Weg, den Weg des Krieger, den Weg des Dunklen nehmen oder wie das hieß. Und die anderen beiden gehen natürlich, haben sich gleich wieder die leichten Wege ausgesucht. Nein, Spaß, aber passt schon. Naja, dann gehen wir mal. Mein Gitter ist offen. Konstantin? Meins auch. Dann mal los. Wir sehen uns am Ende des Tunnels. Den Weg des Dunklen bestreiten. Ja, und ich ahne hier Böses, deswegen werde ich mich hier schon mal entsprechend eindecken. Und ja. Als wenn ich das geahnt hätte, ne? Wo ist denn meine Beschwörung jetzt? Seh zu, dass du rankommst, Mann. Nee, so. Was, grad sagen, was wollte ich denn jetzt? Jetzt mal gucken, dass ich meinen eigenen Flammenelementar jetzt nicht aus Versehen hier plätte. Geht's dir gut? Ja, okay. Wow. Manometer, was schon wieder für ein Stress, ne? Ah, ich habe mir das gedacht hier. Weg des Dunklen. Das klang auch schon wieder so nach Ärger. Tja, dann gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Ist bestimmt auch wieder so ein reinster Fallentempel hier. Ich hab hier auf so ein Steinbetten und so gepennt, ey. Es waren schon merkwürdige Leute, die Pyräer, ne? Findet ihr nicht auch? Die Schalen und so, ja, die nehme ich mal mit. Vielleicht bringen die einem noch was. So, dann hau ich. Achso, ich hätte da ja auch pennen können. Naja, ich hau mir jetzt erstmal hier so ein. Hau mir jetzt so erstmal was rein, damit ich hier weitermachen kann. Alter Schwede, ey. Deswegen habe ich gespeichert, weil ich mir das schon gedacht habe. Ich bin da echt zu blöd für sowas. Ja, das habe ich mir schon gedacht hier, dass du jetzt hier nur ankommst, ey. Oh, das sind Särge. Ja, das ist nicht so geil. Dann kommen hier bestimmt wieder Verlorene und so.
Spannend, spannend. Na, ich bin ja mal sehr gespannt, was uns hier noch erwartet. Na gut, die dämlichen Schuhe, die hätte ich mir jetzt sparen können. Wir gehen erstmal hier hoch. Siehste, hab ich's doch gewusst, Wo war der Auslöser dafür? Jetzt stehe ich da immer noch drauf, oder was ist das hier? Ja, geht das Feuer denn auch mal wieder aus, oder? Rennt das da jetzt ewig weiter? Okay, war nur der eine. Joibo, Fackel, diese komischen Kristallmünzen. Ich weiß ja auch immer nicht. Ich sammle ja jetzt aktuell noch ein paar, aber vielleicht braucht man die auch nicht. Man die gar nicht sammeln muss. Selnas Marsch. Ich sag ja, hier so ein reinster Fallentempel. Guck mal, da drüben liegt auch was drauf. Und brauche ich hier was ist denn das für ein Ist da noch irgendwas? Nee, das ist, glaube ich, der Schatten, ne? Weil das... Da kommt man ja nie im Leben hingesprungen, oder was? Ja, dann ist das hier wohl eine Sackgasse. Hier scheint es denn ja nicht weiterzugehen. Dann war das hier wohl nur... Ja, das ist der Auslöser hier tatsächlich. Na gut, denn... Na, da war ich zu schnell. Dann gehen wir hier ums Eck. So. Hier hoch. Schön aufpassen hier. Fallentechnisch. Uiuiuiui. Da oben ist auch wieder so ein komischer Kristall. Siehst du, das hab ich mir schon gedacht hier, Was? Wie weit denn, Alter? Sag mal. Was für eine ranzige Scheiße, Ja, da müssen wir die abschießen. Wusste ich ja nicht, dass die so weit reichen, die Kackdinger, Ist gar nicht so leicht, die zu treffen, die Scheißdinger,
Was eine Kacke, Leute, ey. Habe ich den eigentlich schon mal wieder, ja? Nett. Sparen wir uns da auch schon mal wieder einmal. So. Ja, die schieße ich jetzt auch von hier ab. Das ist mir jetzt zu blöd hier. Haha, dahinter kommt. Das habe ich mir schon gedacht, dass da wieder so ein Gruselgeist noch kommt. Dann kommen sie mal her hier. Ist jetzt hier außer Spesen nichts gewesen, oder was? Oh. So eine blöde Ziege da, ey. Das komische Huselicht, da weiß ich jetzt auch. Das ist hier unten. Na gut, ein bisschen Schaden haben die ja gekriegt. Da werde ich wohl jetzt mit fertig werden. Gott, hier mit solchen dämlichen Hebeln. Die jetzt erstmal hier versuchen abzuballern. Ah, okay, ja, die bleiben hier hängen. Kann ich nicht treffen von hier, ne? Na ja, war klar, ey. Gut, aber die können mir dann ja anscheinend auch nichts tun. Oder geht das, wenn die nah genug kommen? Gut, okay. Ist hier wahrscheinlich die gleiche Scheiße, ne? Wieso ging das denn vorhin, dass ich die da treffen konnte? Weil ich habe denen doch definitiv Schaden gemacht. Hier komisch. Ach doch. Ah, man muss den aber auch genau treffen, dass es denn direkt da durchfliegt. Ja, das war klar, dass diese Scheißsäule da im Weg ist. So, okay. Na gut, damit sollte ich aber fertig werden. Was macht der Hebel denn? Das ist schon platt. So, dann war das das andere, was ich mal abgeschossen hatte. Okay, boah, gruselig hier, ey. Leute, ey. Oh, wie der Geistertuch. Sieht ja vielversprechend aus hier, aber irgendwie auch ängstigend. Ich weiß es nicht. Naja, dann machen wir mal auf hier. Nützt ja nichts. Ich hoffe, die anderen beiden überleben das, weil die Gegner, die waren ja doch schon recht zahlreich, sag ich jetzt mal. Ja,
Da sollte man wahrscheinlich eher nicht so reintreten. So, Leute, wie immer, wenn ich mal spiele, klingelt es an der Tür. Naja, dann bis gleich, ne? So, da bin ich wieder. Ja, da kommen... Ja, ist jetzt natürlich hier guter Rat teuer. Aber ich bin mir nicht sicher, aber hier kriegen wir doch Schaden, oder was? Das soll doch Feuer sein, oder... Naja, kann man ja anscheinend doch ganz gut umgehen, aber ja, hier gibt es eigentlich im Grunde genommen gar nichts. Das heißt, unser Weg, boah, übelst erschrocken gerade, weil das Licht ausgegangen ist. Unser Weg führt uns hier weiter. Die sehen schon irgendwie gruselig aus. Oh, hab ich mich erschrocken auf einmal da die Dinger, Junge, ey. Ja, das ist ja wieder was für mich hier, ey. Ach ja, genau. Jetzt hören sie auf, weißt du, wenn ich da an der Kette ziehe. Naja, einmal haben sie mich ge... Okay. Einmal haben sie mich getroffen. Finde ich gruselig hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Hier auch mit diesen Eisstäben, das... Das roch doch auch schon wieder so nach Falle gerade. Ich weiß nicht. Okay. Ja, geht ja nur hier runter, ne? Ah ja, der Weg des Dunklen, so. Ich sag, ich bin mal gespannt, wie es den anderen ergeht. Jesper! Oh, geil! Ja, cool! So, dann mache ich hier nochmal einen richtigen Save. Okay, er scheint denn von da oben gekommen zu sein. Und wo ist der andere hier, der Konstantin? Hey, na? Da bist du ja. Ich habe schon begonnen, mir Sorgen zu machen. Fehlt nur noch Rauschebart. Hast du ihn irgendwo gesehen? Nein, vielleicht braucht er noch eine Weile. Oder er ist von da gekommen. Ja, aber... Warte mal. Hörst du das? Ja. Das ist seine Stimme. Er war schon vor uns da, hat aber nicht gewartet. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Okay. Vermutlich nichts Gutes. Vielleicht war er einfach nur ungeduldig. Das sehe ich ihm ähnlich. Ja, aber... Komm. Wir sehen uns das mal an. Ja, dann zieh mal an der Kette. Ja, lass mich das mal noch eben hier... kurz alles nehmen hier. Was haben wir hier? Oh, schöne Groschen. Nochmal 6 zusätzliche Groschen. Von wo ist er von hier oben gekommen? Merkwürdig.
Ja, das kann hier ja was werden. Ich frage mich ja immer noch, von wo er gekommen ist hier, ne? Naja, gut. Vor allen Dingen mit Funkenschlag. Das ist er da vorne. Ich wollte gerade sagen, wer steht denn da? Aber er steht hinter dem... Hinter dem Feuerbalken. Chiara, nem lohem sherat granduje. Supan fanara. Was zum... Hallo? Michel Funkenschlag? Veto! 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 Chiara, nem lohem sherat. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat es mir gezeigt. Was? Sie hat mir alles gezeigt! Okay, was ist mit ihm, Alter? Er ist voll am Durchdrehen. Wovon sprecht ihr? Wer hat euch was gezeigt? Sie! Der Tempel! Sie hat mich durch das Fenster der Zeit blicken lassen. Versteht ihr denn nicht? Ich habe es gesehen. Ich habe alles gesehen. Die Hohen, das Licht, das... Das verbrannte Fleisch überall. Okay, ihr habt verbranntes Fleisch? Ja, durch das Licht, es verbrennt uns von innen. Ich habe sie gesehen. Männer, Frauen, Kinder. Sie brannten wie die Sonne, so grell und... Warum hast du es mir gezeigt? Warum? Niemand sollte so etwas sehen müssen. Niemand. Okay, also wahrscheinlich irgendwie diese Läuterung und dass da irgendwie ein Licht kommt und die Leute dann alle abfackelt. Ihr habt die Hohen gesehen? Ja, und sie sind bei uns hier, hier und jetzt, überall und immer. Wir können ihn nicht entfliehen. Versteht ihr? Wir können nicht. Michel, ihr könnt nicht klar denken. Beruhigt euch. Können wir... Bleibt fern von mir! Ihr versteht es nicht. Ihr könnt es nicht verstehen. Sie ist so traurig. So unendlich traurig. Und wütend. Weil wir die Augen verschließen, anstatt zu sehen. Weil wir uns weigern zu begreifen. Was wollen wir nicht begreifen? Dass wir es sind. Wir sind die Sünde, versteht ihr? Und es gibt nur einen Weg, um es zu beenden. Was? Nein, nein! Steck das weg. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Bringt er sich jetzt um, was oder was? Was wir tun, ist Wahnsinn! Das hier ist der einzige Weg, den Kreis zu durchbrechen! Ein Blick hat genügt, um zu verstehen, wie sehr sie leidet, um zu wissen, dass es keine andere Lösung als den endgültigen Tod gibt. Ihr werdet es irgendwann begreifen. Auch ihr Fleischlose. Und nun müssen wir sterben. Es ändert nicht viel, aber vielleicht macht es sie glücklicher. Nur ein kleines Stück glücklicher. Verzeiht mir. Was? Sie greift jetzt an, Alter! Hau ab, Mann! Was? Ihr benutzt... Oh, der ist, glaube ich, gerade verbuggt, oder was ist mit ihm jetzt? Aber... Warum? Was? Das war unnötig. Wieso zum weisen Eremiten hat er das getan? Sein Blick. So etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben die Hohen von ihm Besitz ergriffen. Du meinst, dass er besessen war? Ich weiß nicht. Haben die Besessenen nicht immer diesen Schimmer in ihren Augen? Und was sollte dieses Gerede von glücklich machen? Hat er den Tempel gemeint? Wir müssen dem Orden davon erzählen.
Jetzt lass uns weiter. Zumindest die Mission sollten wir beenden, das sind wir ihm schuldig. Wir sollten ihn zumindest bestatten. Ja, natürlich. Komm, sehen wir uns nach einer Schaufel oder etwas Vergleichbarem um. Ja, eine Schaufel hab ich. Beende den Weg des Dunklen bestreiten. Und nun? Alter, du fragst mich was, Junge. Ich bin doch total überwältigt hier. Mit habe ich ja am Leben nicht gerechnet. Vor allen Dingen hat er uns Fleischlose genannt. Leben wir jetzt gar nicht mehr? Sind wir jetzt hier nur noch so eine Geistererscheinung oder was? Weil hier kommt die komische Tahuti Leclerc, die Alte. Die hat das doch auch schon mal zu uns gesagt, dass wir so eine indigo-blaue Aura haben und eigentlich irgendwie tot sind oder zu den Sterbenden gehören, oder? Und nun? Ja, ein bisschen weiter, Kollege. Ich schaue mich nur noch mal schnell um hier. Das macht er, das kann ich gar nicht betätigen. Ja, dann müssen wir da wohl weiter. Okay, ja, das war ja, wie so ein Buddha, ey. Das war ja krass. Naja, gehen wir weiter und suchen diese Unterbahn. Wir müssen die Mission beenden. Ach, Konstantin. Och, das war ein netter Kauz. Also, er war zwar immer so ein bisschen eigensinnig so, aber es war trotzdem cool. Ja, gehst du vor? Ich komm nach, oder? Hörst du das? Meeresrauschen. Puh. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Hoffen wir mal, dass die Tunnel der Unterbahn nicht ebenso überflutet sind. Ja, das hoffe ich auch. Wie riesig denn, Alter? Boah, das war ja heftig, ey. Mit Funkenschlag. Alter, das war so. Oh, das war irgendwie schon lustiger Kauz, finde ich. Also. Boah, es ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, es ist total schade, dass der jetzt irgendwie nicht mehr mit dabei ist. Ich hätte so gerne mal wissen, was die ihm da erzählt haben, ey. Scheiß Affen. Kann ich denen noch was fragen? Ne, er stand gerade, dass er beschäftigt ist. Warte mal. Ich kenne diesen Geruch. Bleib hier. Wo haben wir damals Jeros Frau gefunden? Bitte? Jeros Frau. Wo haben wir ihren Sarg damals gefunden? Bitte, tu mir den Gefallen und antworte mir. Tu es einfach. Naja, im Haus des Magisters, im Keller. Was soll die Frage? Dann bist du es wirklich. Was? Wer soll ich denn sonst sein? Wird der jetzt auch verrückt, oder was? Boah, ey, tu mir das nicht an. Nein. Das wüsste ich selbst gern. Sieh es dir einfach selber an. Ich warte hier. Das Innere des Hauses ansehen. Ich mache hier mal ein Safe. Also es macht mir gerade echt hart Angst.
Na, da werden wohl keine Gegner kommen. Sirius? Und das sind wir! Oh, was? Hier so eine Spieluhr. Okay. Er raucht eine Pfeife, ja. Ich würde mir auch gerne eine gönnen. Alter Schwede. Wie dull ist das denn jetzt hier, ey? Und? Irgendeine Erklärung dafür? Nicht im geringsten. Das muss eine Illusion sein von dem Tempel oder den Hohen. Von den Hohen. Ja. Ja, natürlich. Das muss es sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Beim weisen Eremiten, sie lassen auch wirklich nichts unversucht. Das hier, das ist einfach... falsch. Oh. Mit dir zusammenzuarbeiten ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Gelinde gesagt. Gehen wir einfach weiter. Brauchst ja nicht so zittern. Okay, krass, Leute. Ich bin ja mal gespannt, was das hier noch für eine Wendung nimmt. Nachher hat uns diese Rodicchio oder Rocchio oder wie die hieß, die Kapitänin auch noch umgebracht und das ist hier alles nur ein Traum oder so. Das wäre auch nochmal hart, ey. Hohoho. Schon verwirrend alles jetzt hier, aber ich würde sagen, bevor wir da hochgehen mit Jesper zusammen, mache ich hier ein Save und damit auch einen Cut für die Folge. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. War ganz schön heftig, die Folge mit Funkenschlag und so. Tut mir echt leid. Ich fand den eigentlich ganz, ganz lustig und knuffig, den lustigen Kauz. Und ich habe jetzt echt schon Schiss gekriegt, dass hier Jesper auch noch durchdreht, wo der hier so komisch wurde. Und bin echt gespannt, was uns hier noch so alles erwartet. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.